Mesotopus tarandus ist ein Hirschkäfer aus Afrika, aus dem tropischen Regenwaldgürtel. Ich habe zwei Larven erhalten von Benjamin Haring im August des letzten Jahres. Da war die Larve Nummer 1 war 7 Gramm schwer. Und heute, wenn wir schauen, war die Puppenwiege des Käfers und da ist jetzt bereits ein erwachsenes Tier drin. Das ist vermutlich ein Weibchen, so wie ich gesehen habe. Und dann habe ich das Männchen, die Nummer 2 hier. Das Tier war am 18. August des letzten Jahres eine L3-Larve. Ich habe dann schon einmal hier das Kindchen gewechselt, am 18. Januar dieses Jahres. Es ist aber jetzt schon wieder komplett aufgebraucht. Ich sehe die Larve im Moment auch nicht. Das heißt, wir werden mal nachschauen, wo die Larve ist und ob die allenfalls noch neues Kindchen braucht, das hier völlig aufgebraucht scheint. Denn vorher hat die Flasche so ausgesehen, bevor die Larve drin war. Sie hat das also alles umgepflügt und sozusagen aufgefressen. Und wir wollen mal schauen, wie schwer das die da ist und dann schauen, ob sie eventuell da drin überhaupt noch Platz hat oder nicht. Zuerst jetzt aber zu diesem Weibchen. Das wollen wir jetzt mal da aufmachen. Das Tier ist ja da unten drin, das heißt, ich kann da oben also aufschneiden, ohne dass ich das Tier verletzen werde. Und dann werde ich dann hier noch ein bisschen weiter runterschneiden, so, bis wir da ein bisschen in die Nähe kommen. Das Weibchen ist vor circa einer Woche geschlüpft. Das war damals noch sehr hell, hellbraun. Hat jetzt schon ein bisschen nachgedunkelt. Man wird aber wahrscheinlich immer noch sehen, dass es noch nicht ganz schwarz ist. Die erwachsenen, adulten Tiere von Mesotopus tarandus sind ja pechschwarz und fast ein bisschen glänzend. Das Tier ist noch ein bisschen bräunlich, so sieht man hier, ist ein Weibchen. Und das wird jetzt aber noch nachdunkeln und dann schön schwarz werden. Hier sieht man, ja genau, wunderbar. Jetzt habe ich hier das was vorbereitet für das Tier. Damit es noch ein bisschen Zeit hat, um sich zu entwickeln, habe ich hier eine kleine Puppenwiege noch vorbereitet, eine künstliche, mit diesen Torftöpfchen. Da werde ich das Weibchen jetzt hineinbringen und ich werde damit, wenn sie Hunger bekommt, auch was zu essen kriegt, werde ich jetzt hier ein Stück von diesem Beetle Jelly dazugeben. Da kann sie dann nach Lust und Laune daran knabbern, wenn sie Lust hat. Also das Weibchen von Mesotopus tarandus sehen wir hier noch nicht ganz aktiv. Hinten sind die Beine noch ein bisschen gestreckt. Aber wir werden jetzt mal schauen, wie es ihr da drin gefällt. So hinein und dann dazu. Und das kommt jetzt hier in dieses kleine Gefäß hinein. Voilà, dann machen wir das oben noch ein bisschen zu, damit das Tier sich hier auch wohlfühlt. Vielleicht noch ein bisschen feucht halten. Es ist immer gut, wenn die Tiere ausgeschlüpft sind, die feucht zu halten. Das Wasser schadet ihnen dann nicht mehr. Die Puppe oder so kann nicht kaputt gehen. Und das Material hier, das wir sehen, das gefressene Substrat von der Larve, das können wir brauchen für die Rosenkäfer. Larven, das mache ich dann ins Substrat der Rosenkäferlarven hinein. So, und jetzt kommt da die männliche Larve. Wie gesagt, am 18.01. habe ich das gewechselt. Innerhalb von 2 Monaten hat die Larve also dieses Kindchen aufgefressen. Es ist ein Kindchen vom Ganoderma lucidum, vom glänzenden Lackporling. Die beiden Larven wurden auch in dieses Kindchen von Ganoderma lucidum geboren. Das Weibchen hat also die Eier abgelegt in Kindchen von Ganoderma lucidum, obwohl es ja heißt in der Literatur, dass sie nur ablegen in das Substrat von Versicolor, also vom Schmetterlingsporling. Das geht also genauso gut mit dem Ganoderma lucidum. Der Pilz ist auch einfacher zu züchten. Da drüben sehen wir übrigens so eine von Ganoderma lucidum, so einen Substratblock. Wir werden dann schauen, ob wir den auch brauchen noch für diese Larve, denn wenn die sehr groß ist, dann reicht wahrscheinlich eine solche Flasche jetzt nicht mehr, um sie da unterzubringen. Wir wollen jetzt mal schauen, wie weit das Tier jetzt ist. Ah, da
Da sieht man schon den Kopf hier durchlassen. Also den brauchen wir nicht lange zu schütteln, bis sie rauskommt. Da ist das Tier. Es hat noch keine große Puppenwiege jetzt da angelegt. Ich werde mal das wägen, wie schwer dass dieses Männchen da ist. Mal da rein damit, sondern auf die Waage. Das ist jetzt 15,5 Gramm. Das heißt, das Männchen, das kann also durchaus noch wachsen und noch Gewicht dazulegen. Ich würde mal sagen, dass es eventuell Platz hat da drin. Ich werde jetzt mal die Flasche vorbereiten, um die Larve da hineinzugeben. Wie ich das schon vorher gemacht habe bei dem Tier, habe ich die Flasche da aufgeschnitten und nachher wieder zusammengefügt. Der Vorteil davon ist, dass ich die Larve nicht da oben durch den Deckel hineinwirken muss und dass ich mal auch schauen kann, wie gut dass das Substrat jetzt da drin ist. Das sieht nicht schlecht aus. Auch das ist von Ganoderma lucidum. Also ich mache da ein Loch hinein, wo die Larve dann abtauchen kann ins Substrat. So. Und dann werden wir dann die da oben einsetzen und die wird sich dann da runtergraben. Vorher werde ich aber noch ein bisschen das nass machen da. Die Feuchtigkeit wird vom Pilz dann sofort aufgesogen und die Larve kann sich dann da wie in einem richtigen Holzstück drin, kann sie sich dann da runter bewegen. So, jetzt kommt die da so rein, voilà. Und das wird wahrscheinlich nicht sehr lange gehen, bis sie da runter sich gefressen hat. Und jetzt machen wir da oben noch den Deckel wieder bereit. Da hat es auch Kimchi ein bisschen drauf, dass man das jetzt gar nicht brauchen unbedingt. Ich mache das da oben also weg und werde dann nachher den Deckel aufsetzen. Das heißt, theoretisch könnten wir sogar den alten Deckel wieder brauchen. So ein bisschen mit einem Klebeband dann zukleben da oben. Voilà. Ich brauche noch das Klebeband, das haben wir hier. Voilà. Das heißt, wir machen jetzt hier die kleine Box für das Tier wieder so fertig, dass es sich da genüsslich weiter fressen kann. Ich hoffe natürlich, dass das Männchen jetzt nicht so lange braucht, um dann erwachsen zu werden. Denn das Weibchen, das wartet ja dann bereits. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn die beiden gebraucht werden könnten, um die Zucht weiterzuführen. Mesotopus wie andere Hirschkäfer auch leben aber nicht allzu kurz. Das heißt, es könnte sein, dass das gelingt, wenn das Männchen nun in der Zeit von sagen wir 1 bis 2 Monaten dann auch noch sich verpuppen würde, wäre das wunderbar. Deckel drauf und natürlich nachher noch anschreiben. Mesotopus tarandus ist eine Art, die nicht sehr verbreitet ist in Züchterkreisen, weil eben die Schwierigkeit besteht, sie im richtigen Kimchi zur Eiablage zu bewegen. Wir werden das aber hier weiter verfolgen auf dem Käferkanal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.